Hier ist Fred von Fettspielen mit der 83. Partie Let's Play Walk of Die The Frozen Throne. Wir sind auf der grandiosen Map Marktplatz unterwegs und mal wieder in einem 4 gegen 4, ich mal wieder als Mensch. Und wir haben hoffentlich mal wieder jede Menge Spaß bei diesem Let's Play. So, wir warten noch auf Valgar. Der ist Zufall und zufälligerweise nicht am PC, wie es aussieht, beziehungsweise seine Leitung ist etwas langsam. Die kleinen Männchen im Kabel versuchen jetzt gerade die Datenpakete von A nach B zu transportieren. Das kann etwas dauern, aber jetzt sind wir am Start. Ich hoffe, der leckt uns nicht raus, ey. Sowas habe ich nur echt keinen Bock mehr drauf. Man muss tatsächlich sagen, ich bin ja schon so alt und habe Walk of Die schon so lange gespielt. Ich habe tatsächlich angefangen, Internet zu spielen mit einem 56K-Modem. Ja, meine Damen und Herren, das ist noch das, wo es tatsächlich so unglaublich krasse Geräusche macht, wenn man damit loslegt. So krass! Klingt so ein bisschen wie Nadeldrucker auf Crack. Und damit habe ich tatsächlich angefangen, Walk of Die im Internet zu spielen. Und das hat wirklich lange gedauert, ja, bis ich da fertig war mit Laden und sowieso. Das ist schon echt bitter gewesen. Und ich bin auch das ein oder andere Mal wirklich rausgeflogen. Also selbst beim Ladebildschirm und auch danach. Ich glaube, die Leute haben mich gehasst ohne Ende. Ja. Also ich glaube, das sind so die unbeliebtesten Spieler gewesen damals. Denn... Also ich habe echt relativ spät erst richtiges Netzwerk, richtiges Internet bekommen, also DSL. Das war wirklich echt spät und ISDN hatten wir auch nie. Ich kam tatsächlich vom Kabel analog Modem zu DSL in über Nacht. Das war ein ziemlicher Rausch, Geschwindigkeitsrausch, den ich da auch immer hatte. Ach ja, das waren noch Zeiten damals. Aber Spaß gemacht hat es auch damals. Warcraft 3 habe ich gespielt auf meinem Duron 800 MHz PC. Auch nicht schlecht. Mit einer GeForce 2MX als Grafikkarte. Das war auch echt nice. Aber es hat funktioniert. Hat geklappt. Lief eigentlich auch flüssig, muss man sagen. GeForce 2MX war tatsächlich auch damals eine echt respektable Grafikkarte fürs Gaming. Also das, ich habe mir den PC zusammengebaut im Jahr 2001, glaube ich. Genau, von der Computerecke nebenan die Teile geholt. Das war eigentlich, war auch mein erster PC. Ich habe ein Jahr lang darauf gespart, was muss ich mir vorstellen. Ich war dann damals als Teenie Zeitung austragen ohne Ende und habe dann echt jeden Cent gespart, damals ja sogar noch jeden Pfennig teilweise, um dieses, was ist denn hier los? Ah, ein Harris, nicht schlecht, den werden wir gleich mal aufhalten, würde ich sagen. Und, hab damals jeden Pfennig gespart, um einen eigenen PC zu haben endlich. Und hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war unfassbar stolz, als ich das dann fertig durch hatte. Und wir versuchen hier gerade mal den Harris zu stoppen. Wird wahrscheinlich auch funktionieren, der ist schon auf dem Rückweg. Da hat das Ganze ja auch geklappt. So. Sehr schön. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So, ich war gerade dabei, Geschichten aus meiner Kindheit zu erzählen. Da höre ich natürlich jetzt nicht mit auf. Muss ich noch zu Ende erzählen. Also genau, Duron, toller PC, erster eigener PC. Das war ja damals auch eine unglaublich neue Erfahrung. Bisher nur am Familienrechner gezockt. Und das war auch ein 386er mit 20 MHz. Das müsst ihr euch auch mal vorstellen. Solche alten... Rechner gab es damals. Und da habe ich tatsächlich auf diesem Rechner immerhin all die geilen Retro-Klassiker gespielt, die ich jetzt auch mal für euch let's playe. Wie MadTV und all das, was leider von euch nicht die erforderlichen Views oder Likes bekommen hat. Damit auch dieses Video hier weitergeht und ich euch noch weitere Geschichten meiner Gamer-Karriere erzählen kann, braucht es ab sofort 35 Netto-Likes. Aber ich bin da ganz, ganz guter Dinge, dass das auf jeden Fall hier mit Walk of Die funktionieren wird. So, ich habe jetzt einfach mal aufgehört, dem hier seinen Arsch zu retten. Das soll er doch gefälligst selber machen. Obwohl, jetzt sind da schon wieder zwei Leute. Oh Mann. Ja, dann muss ich tatsächlich vielleicht doch nochmal rein. Am besten auch noch mit einem kleinen Bautrupp. Ja, toll. Wollte eigentlich jetzt ein bisschen creepen, aber das wird wohl nix. Jetzt kommt tatsächlich, der kriegt es nicht hin, seinen Arsch hier zu retten. Wenn man draußen steht, eine Außenposition hat, sollte man vielleicht auch daran denken, dass man eine Verteidigung hochzieht. Das hat er natürlich nicht gemacht. Deswegen werde ich das jetzt hier übernehmen und mal einen Verteidigungsturm an den Rand bauen. Immerhin als Abschreckung und dann einfach da ein bisschen weiterbauen. Tja, selbst ich habe hier einen Turm gebaut, ja, und das, obwohl ich...
nur wirklich nicht in deiner Außenposition stecke. So, die beiden werden wohl ticken, wie es aussieht. Jedenfalls, das habt ihr ja gerade gesehen, haben wir nur einen Archmage und einen Blade Master gesehen. Hier seht ihr ihn nochmal. Das heißt, da wird wahrscheinlich gleich er kommen. Und darauf können wir uns dann dementsprechend vorbereiten. Aber na gut. So, jetzt habe ich tatsächlich auch noch einen Footy verloren. Shit happens. Weiter im Text. Und weiter bauen. So, hier baue ich am besten auch noch einen Shop. Der hat er bestimmt mich auch noch nicht. Nein, der hat mich so gut gar nichts. Deswegen müssen wir jetzt hier unseren Freundin hier noch behilflich sein, wie es aussieht. So, der wundert sich, weswegen wir da bauen. Der sollte sich lieber wundern, warum er das nicht selbst auf die Reihe kriegt. Aber jetzt könnte es ja klappen. So, so ein Creepspot frei arbeiten, das wäre vielleicht nochmal eine gute Idee. Dann könnten wir nämlich auch gleich exen. Und ich werde dann vielleicht auf Knights und Caster gehen. Priests wahrscheinlich. Habe ich wenigstens eine klar abgesteckte Vorstellung von dem, was ich hier bauen möchte. So, meine Footies stehen hier kurz vorm Tod. Kurz vorm Exitus. Ich glaube, ja, auch mein Mate wird hier ein paar Footies verlieren. Aber gut, wir spielen 4 gegen 4, da wird traditionell ja sehr viel getaggt. Da ist es jetzt nicht das Allerfurchtbarste, wenn man mal ein paar Foots verliert. Die wird man nachher im Spiel sowieso nicht mehr haben. Das sind jetzt einfach nur... Ah, nee. Okay, alles klar. Die Sache mit dem Dings können wir erstmal vergessen. Und ich muss hier versuchen, so viel wie möglich zu retten. Ja, da wurden wir eiskalt erwischt. Creepjack. Das kann passieren. Das passiert leider auch sehr häufig. Und hier hat es uns voll erwischt. Ich habe meine Footies alle verloren. Das ist schlecht. So, hier wird nur noch getowert. Das ist auch schlecht. Immerhin habe ich hier die Leute erstmal abgeschreckt durch meinen eigenen Tower. Also es macht schon Sinn, ein bisschen zu towern. Ihr seht es immer wieder. Die Leute suchen sich dann andere Opfer und wenn sie gar keine finden, dann greifen sie auch nicht an. Aber wir sehen hier doch, oh, sehr, sehr viele Tier-1-Units. Von wegen Tekken, von wegen auf R gehen. Hier sieht es ganz, ganz anders aus. Sieht eher so aus, als würden wir hier hart gerusht werden. Das ist schlecht. Und wir haben so gut wie nichts. Ich habe einen Priest. Meine Footies habe ich verloren. Immerhin einen zweiten Helden habe ich mir jetzt noch gegönnt. Ansonsten nichts im Bau. Einsatzbereit. Was? Das kann hier bitter enden. Ja. Und Brasok ist auch schon raus. Und Valga ebenso. Und jetzt bin ich ganz allein auf weiter Flur. So kann es kommen. Die Leute geben auf. Die Leute haben keinen Bock. Und ich muss jetzt auch raus. Tja. Einfach überrascht mit Tier 1 Units, hat keiner kommen sehen und ein Sieg war auch nicht drin. Wir gehen raus, nicht mal zum Kampf kam es, sehr sehr schade, aber naja, auch das gehört leider zu den Erfahrungen, die man hier macht mit Warcraft 3. Euer Fred von fredspielen.de.